Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Du bist Fotografieanfänger und möchtest, dass deine Fotos besser und vor allem einzigartig werden? Dann gebe ich dir jetzt über 30 Tipps mit auf den Weg. Ich hätte diese Tipps gerne selber gewusst, hoffe daher, dass dir dein oder andere Tipp weiterhilft in deiner Entwicklung. Mein Name ist André und ich bin leidenschaftlicher Landschafts- und Wildtierfotograf, allerdings nur hobbymäßig. Genug um den heißen Brei geredet, fangen wir direkt mit den Tipps an. Tipp Nummer 1, und den habe ich damals auch berücksichtigt: Du brauchst nicht die beste und nicht die teuerste und nicht die neueste Kamera, die es auf dem Markt aktuell gibt. Es reicht, wenn du mit einer Einstiegskamera anfängst zu fotografieren. Du solltest dabei darauf achten, dass du ein geringes Rauschverhalten hast und dass man die Einstellungen in der Kamera manuell vornehmen kann. Das heißt, du kannst Blende, ISO und Verschlusszeit manuell einstellen. Tipp Nummer 2, den ich dir mitgeben kann: Wenn du dir die Kamera kaufst, solltest du darauf achten, dass man die Objektive an der Kamera wechseln kann. So kannst du je nach Situation dein Objektiv draufpacken und bist quasi immer gerüstet, egal ob du jetzt Landschaft fotografierst oder aber in Richtung Wildtierfotografie gehst. Tipp Nummer 3, vermeide Kit-Objektive. Kit-Objektive sind die Objektive, die bei einem Kauf einer Einstiegskamera meistens irgendwie in einem Bundle mit dabei sind. Diese Objektive sind okay, die haben aber jetzt unbedingt nicht die beste Qualität. Also nimm dann vorsichtshalber ein paar Euro mehr in die Hand und kauf dir ein Objektiv, was jetzt kein Kit-Objektiv ist. Du kannst hier auf jeden Fall auf Dritthersteller auch ausweichen. Das heißt, du brauchst diese großen Namen nicht kaufen, sondern kannst auch ganz entspannt die Dritthersteller-Objektive kaufen. Die stehen heutzutage den großen Herstellern in nichts nach. Wenn du in Richtung Landschaftsfotografie unterwegs bist, dann brauchst du keine große offene Blende. Das heißt, du brauchst keine f1.8 oder f2.8. In der Landschaftsfotografie ist es oftmals so, dass man den Vordergrund und den Hintergrund gleich scharf haben möchte. Und das kriegt man hin, indem man einfach abblendet. Das heißt, in der Landschaftsfotografie fotografierst du mit einer f5.6, f8 bis hin zu f11. Also brauchst du da nicht mehr Geld auszugeben, nur weil eine f1.8 zum Beispiel besser ist als eine f2.8. Tipp Nummer 4, investiere in ein gutes Stativ. Den Fehler habe ich damals gemacht und ich habe mir ein günstiges Stativ gekauft und habe es sehr schnell bereut. Bei dem Stativ solltest du darauf achten, dass es deinen Anforderungen entspricht. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ein Stativ brauche, was sehr bodennah fotografiert, dass ich das sehr flach hinstellen kann, und auf sowas sollte man bei dem Stativkauf achten. Unter anderem solltest du aber auch darauf achten, dass das Stativ leicht ist, weil du oftmals mit mehr Equipment unterwegs bist und das dann relativ schwer wird. Und wenn du auf das Gewicht achtest, dann kannst du das Gewicht im Rucksack auf jeden Fall ein bisschen reduzieren. Tipp Nummer 6, den ich dir mitgeben kann: Kaufe einen bequemen Fotorucksack. Wenn du jetzt nur mit einer Kamera und einem Objektiv unterwegs bist, dann brauchst du keinen großen Rucksack. Es ist allerdings so, dass es nie bei einer Kamera oder einem Objektiv bleibt, sondern man kauft dann noch ein Stativ und kauft dann noch ein zweites Objektiv und das Equipment wird sehr schnell sehr viel. Und dann ist ein bequemer Rucksack von Vorteil. Bei dem Rucksack solltest du darauf achten, dass der einen Hüftgurt hat und einen Brustgurt. Das nimmt dir einfach so ein bisschen die Last von dem Rücken. Zudem solltest du darauf achten, dass der Rucksack mindestens wasserabweisend ist. Die meisten Fotorucksäcke haben allerdings so einen Regenschutz dabei. Ich kann dir auf jeden Fall meinen Fotorucksack empfehlen. Hierzu habe ich ein ausführliches Review schon gemacht. Das ist jetzt in einer der oberen beiden Ecken hier verlinkt. Und wenn dich das interessiert, dann schau dir den gerne an. Der Rucksack ist ein bisschen teurer als alle anderen Rucksäcke. Für mich ist es aber der perfekte Fotorucksack, weil ich da sowohl das Kamera-Equipment reinpacken kann, ich habe aber auch noch die Möglichkeit, da Jacken, Butterbootsdosen etc. zu verstauen. Der nächste Tipp, den ich dir mitgeben kann: Schule dein Auge. Entweder bist du voll das Naturtalent oder kennst die Bildkomposition direkt auf den ersten Blick und siehst direkt vielleicht sogar intuitiv, wie das Foto wirkt. Wenn das nicht bei dir der Fall ist, dann musst du natürlich dein Auge schulen. Und wie machst du das? Wie habe ich das gemacht? Ich habe mir Inspiration bei anderen Fotografen geholt. Ich habe mir die Bilder von denen angeguckt, habe die versucht zu analysieren, was gefällt mir an dem Bild, was gefällt mir nicht, und habe mich so damit auseinandergesetzt und habe versucht, diese Stile einfach selber anzuwenden. Und je öfter du das machst, indem du dir die Fotos anderer anguckst, desto einfacher fällt es dir dann hinterher, die Komposition für dich herauszufinden und für dich zu entdecken. Fotografie ist nichts Neues, man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern man versucht einfach, seinen eigenen Stil zu finden, in dem man sich inspirieren lässt. In der Fotografie solltest du mit Licht arbeiten.
weil Fotografie bedeutet auch Licht malen und du solltest auf deinen Trips die unterschiedlichen Lichtsituationen erkennen und mit diesen am besten arbeiten. Das heißt, du fotografierst dann im Gegenlicht, du fotografierst vielleicht mit harten Kontrasten wie Licht und Schatten oder fotografierst einfach mal in einem sehr weichen Licht, wenn es gerade zum Beispiel bewölkt ist. Der nächste Tipp, und das ist auch einer der wichtigsten Tipps, morgens und abends entstehen die besten Fotos. Warum ist das so? Nun, zum einen ist morgens und abends das Licht sehr weich. Das heißt, du hast keine harten Kontraste. Und der zweite Punkt ist, dass du morgens und abends super schöne Farben durch die Sonne hast. Und ich fotografiere am liebsten kurz vor Sonnenaufgang oder kurz nach Sonnenuntergang. Das sind für mich die schönsten Farben und für mich wirken die Bilder dadurch am interessantesten und am schönsten. Spiele mit Licht und Schatten. Wie gerade schon gesagt, kann man durch Licht und Schatten super schöne Kontraste hervorrufen und das Bild bekommt einfach viel mehr Tiefe und es wirkt gleich interessanter für den Betrachter. Der nächste Tipp ist ebenfalls einer der wichtigeren. Setze dich mit dem Thema Bildkomposition auseinander. Bildkomposition machen dein Foto einfach viel interessanter. Und es gibt verschiedene Stilmittel. Du kannst zum Beispiel führende Linien benutzen, du kannst die Drittelregel benutzen, du kannst den goldenen Schnitt benutzen, du kannst aber auch mit Störern arbeiten. Und je mehr Stile oder Kompositionen du miteinander verbindest, desto interessanter wird dein Bild einfach. Der nächste Tipp: Speichere deine Fotospots. Wenn du mit deiner Familie zum Beispiel unterwegs bist und du entdeckst einen coolen Ort oder einen interessanten Ort, wo du noch nicht warst, dann schnapp dir einfach dein Smartphone und speichere diesen Ort bei Google Maps. So kannst du dann hinterher gucken, wenn du Zeit hast, wo möchtest du fotografieren gehen und hast dann diesen Ort direkt auf deinem Handy und kannst dorthin fahren und deine Fotos machen. Der nächste Tipp ist ebenfalls essentiell für gute Fotos. Setze dich mit den Einstellungen der Kamera auseinander. Wie ein Musiker Noten lesen muss, musst du dir klar werden, was die Blende ist, was die ISO ist und was die Verschlusszeit ist. Das solltest du alles lernen und du solltest wissen, welche Einstellungen wie das Bild beeinflusst und wie diese drei miteinander interagieren und harmonieren. Und durch diese drei Sachen kannst du dein Bild einfach viel interessanter gestalten lassen. Du kannst zum Beispiel den Vordergrund unscharf wirken lassen und den Hintergrund scharf, das kannst du aber auch umgekehrt. Du kannst Bewegungen im Bild erkennen lassen oder aber du kannst das Spiel zwischen Licht und Schatten noch extremer darstellen. Der nächste Tipp geht mit dem vorherigen Tipp einher. Setze dich nicht unter Druck, lass dir Zeit bei dem Lernen. Fotografie ist ein Prozess und deine Fotos werden von Foto zu Foto besser. Und lass dir da einfach Zeit, setze dich nicht unter Druck und lerne wirklich gewissenhaft die Einstellungen Blende, ISO und Verschlusszeit. Ich habe das zum Beispiel so gemacht, nachdem ich verstanden habe, was die Blende, was die ISO und was die Verschlusszeit ist, bin ich einen Tag losgegangen und habe mich nur mit der Blende beschäftigt. Das heißt, ich habe alles andere auf Automatik gelassen und habe nur die verschiedenen Blendenstufen oder mit den verschiedenen Blendenstufen fotografiert und so die Bilder halt einfach wirken lassen. Das nächste Mal, als ich dann losgegangen bin, habe ich zum Beispiel nur mit der Verschlusszeit herumgespielt und habe geguckt, wie sich das Bild verhält. Und das dritte Mal, als ich losgegangen bin, habe ich das mit der ISO gemacht. Belichtungseinstellungen. Das Thema Belichtungseinstellungen in der Kamera kannst du ganz am Anfang erstmal vernachlässigen. Du kannst einfach diese Multimess-Methode einstellen, die wahrscheinlich eh die Standardeinstellung in der Kamera ist. Und da versucht die Kamera einfach Licht und Schatten gleichmäßig anzupassen. Und damit fährst du am Anfang am besten und bist nicht schnell überfordert mit den Einstellungen. Lerne das Histogramm schon während der Aufnahme zu lesen. Ein Histogramm zeigt dir, ob du zu viele helle Bereiche im Bild hast oder aber zu viele dunkle Bereiche. Und du kannst so schon während der Aufnahme bzw. vor der Aufnahme dein Bild so einstellen, dass die hellen und die dunklen Bereiche ausgeglichen sind. Die Nachbearbeitung. Die Nachbearbeitung von Fotos ist für die einen total interessant und für die anderen ist das überhaupt nichts, weil es einfach nur Zeitverschwendung ist. Du musst für dich entscheiden, ob du deine Fotos nachbearbeiten möchtest oder nicht. Ich persönlich arbeite meine Fotos super gerne nach, weil ich mich dadurch einfach nochmal in die Situation hineinversetzen kann und quasi einfach dieses Gefühl nochmal hochkommt, was ich vor Ort hatte. Ich persönlich arbeite mit Lightroom und Photoshop. Du kannst aber auch da andere Programme benutzen, wie zum Beispiel Capture One oder Lumina Neo. Mach dich da einfach schlau, was für dich vielleicht in Frage kommt. Filter. Setze dich mit dem Thema Filterfotografie auseinander.
Es gibt unzählige Filter, die du während des Fotografieren benutzen kannst. Kauf aber nicht jeden, weil nicht jeden wirst du unbedingt gebrauchen. Ich kann dir zwei Filter empfehlen. Der erste Filter, den ich am ehesten benutze, ist ein Polfilter oder aber auch Zirkulationsfilter genannt. Und dieser Filter ist einfach gesagt einfach dafür da, der entspiegelt Oberflächen. Das heißt, du kannst dann zum Beispiel durch die Wasseroberfläche durchschauen, während du fotografierst oder das Bild machst. Und der zweite Aspekt bei diesem Polfilter ist, dass der einfach Farben und Kontraste deutlicher darstellen lässt. Das heißt, das Grün ist ein bisschen grüner und das Blaue ist ein bisschen blauer am Himmel zum Beispiel. Der zweite Filter, den ich dir empfehlen kann, den ich sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne benutze in der Landschaftsfotografie, ist ein Verlaufsfilter. Ein Verlaufsfilter wird quasi im Verlauf immer dunkler bzw. immer heller. Und der ermöglicht dir einfach, den Himmel abzudunkeln, sodass der Himmel und die Landschaft einigermaßen gleich belichtet sind. Wenn du dich dazu entschließt, Bilder nachzubearbeiten, fotografiere in RAW. RAW sind Dateien, die größer sind als die JPEG-Dateien. Und durch diese RAW-Dateien hast du einfach die Möglichkeit, dein Bild besser und intensiver anzupassen. Das heißt, du kannst viel mehr Details aus den dunklen Bereichen hervorrufen, kannst aber auch die hellen Bereiche ein wenig abdunkeln. Ein JPEG-Bild ist quasi ein in der Kamera bearbeitetes Foto, wo die Kamera selber schon ein paar Einstellungen vorgenommen hat. Die JPEG-Datei hat weniger Informationen als die RAW-Datei. Das heißt, wenn du dich dazu entschließt, Fotos nachzubearbeiten, würde ich auf jeden Fall immer in den RAW-Format fotografieren. Tiefenunschärfe. Setze dich mit dem Thema Tiefenunschärfe auseinander. Durch Tiefenunschärfe kannst du ein Objekt im Vordergrund deutlich von dem Hintergrund absetzen und dadurch wird das Objekt quasi freigestellt und der Blick des Betrachters wird auf das Objekt gelenkt. Probiere verschiedene Bildkompositionen aus. Während der Fotografie solltest du dich nicht auf einen Bildausschnitt konzentrieren, sondern du solltest verschiedene Positionen ausprobieren. Du solltest die Kamera mal ein bisschen weiter nach links nehmen, mal ein bisschen weiter nach rechts, die Höhen anpassen und mit den Brennweiten spielen. Das heißt, du gehst vielleicht mal ein bisschen näher ran und ein bisschen weiter zurück und fotografierst einfach so und kannst dann hinterher entscheiden, welches Foto für dich das schönste ist. Die Zeit während des Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergangs. In dieser Zeit verändern sich die Farben am Himmel wirklich minütlich. Du hast generell nur wenige Minuten Zeit, bevor die Sonne auf- bzw. untergegangen ist. Und du solltest dir im Vorfeld schon Gedanken machen, wie du was fotografieren möchtest und mit welchen Einstellungen. So kannst du einfach ganz entspannt an ein Bild drangehen und hast vor Ort keinen Stress, deine Kamera noch einzustellen, dir eine Komposition zu suchen. Und wenn du Pech hast, ist es dann schon zu spät und die Sonne ist aufgegangen und du hast kein Foto im Kasten. Wann ist die beste Zeit zum Fotografieren? Nun, wenn du mich fragst, ist die beste Zeit zum Fotografieren, wie schon erwähnt, zum Sonnenauf- oder zum Sonnenuntergang. Das soll aber nicht halten, dass du tagsüber gar keine Fotos machen sollst. Es ist wichtig, dass du auch tagsüber einfach deine Kamera mitnimmst, um einfach die ganzen Einstellungen so ein bisschen zu verinnerlichen und einfach besser und intuitiver mit der Kamera umzugehen. Auch ich habe tagsüber schon super coole und interessante Fotos schießen können und ja, das soll ich nicht davon abneigen, nur morgens oder nur abends fotografieren zu gehen. Fotospots. Das Thema Fotospots oder Fotomotive in Social Media ist sehr groß. Wie schon erwähnt, hole ich mir da auch Inspiration von den Leuten auf Instagram oder den YouTubern. Doch wenn ich selber vor Ort bin an diesem Fotospot, versuche ich meine eigene Bildkomposition herauszufinden, die mir am besten gefällt. Und ich versuche auch nicht immer das Motiv zu nehmen, was jeder fotografiert, sondern schaue dich einfach in der Landschaft um. Vielleicht entdeckst du ja ein neues Motiv, was wirklich super interessant und super cool wirkt. Und dann hast du dein einzigartiges Foto. Wie findest du deine Bildkomposition? Nun, wenn ich an einem Fotospot oder an einem Motiv angekommen bin, dann mache ich es oftmals so, dass ich mein Handy nehme. Ich habe in dem Handy die Gitterlinien eingestellt und nehme dann quasi mein Handy und versuche so meine Bildkomposition herauszufinden. Dasselbe mache ich allerdings auch mit der Kamera, die hier steht. Und schau einfach durch den Sucher, weil dadurch wirkt das einfach das Bild noch mal ein bisschen interessanter, als wenn du mit deinen Augen einfach so guckst. Bei dieser Suche nach deinem Fotomotiv solltest du die anderen Regeln der Bildkomposition natürlich berücksichtigen. Das heißt, der goldene Schnitt, die Drittelregel, führende Linien und sowas. Darauf solltest du auf jeden Fall auch achten. Der nächste Tipp: Hab keine Angst vor Gegenlicht. Mit Gegenlicht kannst du super interessante und super tolle Aufnahmen machen.
Ich persönlich fotografiere viel lieber also mit dem Gegenlicht anstatt mit dem Licht, weil man in diesem Gegenlicht einfach schöne Sonnensterne erzeugen kann. Und ich finde diese Sonnensterne sehr schön und sehr interessant. Deshalb fotografiere ich lieber mit dem Gegenlicht anstatt mit dem Licht. Diese sogenannten Sonnensterne kannst du ganz einfach hervorrufen, indem du deine Kamera einfach abblendest. Das heißt, du blendest auf ungefähr einer F16 oder F18 ab. Lässt dann die Sonne durch ein Objekt durchscheinen, das kann ein Blatt sein, das kann eine Hauswand sein, und dadurch entsteht einfach der Sonnenstern. Schlechtes Wetter. Als Fotograf gibt es kein schlechtes Wetter. Wenn der Himmel grau ist und es morgens vielleicht nebelig ist oder sogar ein bisschen regnet, kannst du super tolle Moody Shots und mystische Stimmungen hervorrufen, und ein Bild wirkt einfach super interessant. Der nächste Tipp, den ich dir mitgeben kann: ein Stativ beschränkt dich. Was bedeutet das? Nun, du hast dein Fotomotiv gefunden, dann versuche zunächst ohne Stativ zu fotografieren. Wenn du das Stativ direkt aufbaust, dann beschränkt dich dieses Stativ. Das heißt, du musst es immer wieder verstellen, du musst die Höhen anpassen, du musst vielleicht den Winkel anpassen, und das alles kostet Zeit und es beschränkt dich einfach in deiner Bildkomposition. Wenn das Licht noch ausreichend ist, dann versuche zunächst ohne Stativ zu fotografieren, und sobald du merkst, dass die Bilder vielleicht ein bisschen verschwommen sind oder die ISO zu hoch geht, dann kannst du dein Stativ benutzen, weil auch du dann schon dein Fotomotiv gefunden hast, wie du es fotografieren möchtest, weil du es vorher ja ausprobiert hast, und kannst so dann dein perfektes Foto machen. Fotografiere und knipse nicht mehr. Nach diesem Video solltest du dir Gedanken über dein Foto machen. Das heißt, du läufst nicht einfach drauf los und knipst einfach wild durch die Gegend, sondern du machst dir vorab Gedanken, warum du genau dieses Foto machen möchtest. Setze dich mit den Lichtverhältnissen auseinander, setze dich mit den Bildkompositionen auseinander und mit den Kameraeinstellungen und mach genau dieses eine Foto, was du im Kopf hast. Ein sehr wichtiger Tipp, den ich dir ans Herz legen kann: vergleiche dich nicht mit anderen Fotografen. Fotografie ist kein Wettbewerb. Jeder Fotograf hat andere Voraussetzungen. Das Wetter war vielleicht anders, die Jahreszeit war anders, der Fotograf hat vielleicht anderes Equipment benutzt und, und. Und all diese Faktoren verändern oder wirken auf ein Bild. Vergleiche dich deshalb nicht mit anderen. Es gibt Profifotografen, die das vielleicht hauptberuflich machen, und die haben einfach viel mehr Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder mit dem Ort, wo er sich gerade befindet, als du vielleicht. Also vergleiche dich nicht mit anderen. Wenn dir dein Bild gefällt, dann ist das die Hauptsache und alles andere ist erstmal nebensächlich. Den nächsten Tipp, den ich dir mitgeben kann: Fotografen sind wirklich coole Dudes. Wenn du an einem Ort bist und fotografierst und ein zweiter Fotograf kommt vorbei, dann gönne ihm sein Foto. Dann mach ihm vielleicht Platz, wenn du dein Foto schon im Kasten hast, und er kann sein Foto auch machen. Und so kommt man einfach ganz schnell ins Gespräch, und das Ganze funktioniert auch international. Ich war zum Beispiel auf Island und habe auf Island, während ich den Sonnenaufgang am Kirkjufell fotografiert habe, einen Franzosen kennengelernt, und wir haben uns super nett unterhalten und konnten uns so einfach ein bisschen austauschen. Lerne aus deinen Fehlern. Das ist der nächste Tipp, den ich dir mitgeben kann. Schau dir deine gemachten Fotos an, analysiere diese Fotos und überlege dir, was du hättest vielleicht besser machen können. Hättest du vielleicht eine andere Einstellung gewählt? Hättest du dich vielleicht anders positioniert? Und durch dieses Betrachten deiner Fotos verinnerlichst du das Ganze einfach und wirst vom Foto zu Foto besser. Das eine großartige Foto ist das Ergebnis vieler, vieler Fehler und einige anderer 100 Dinge, die du beachten musst. Fotografie ist ein immer fortlaufender Prozess, und sei dir dessen einfach bewusst, dass du nicht von jetzt auf gleich das perfekte Foto schießen kannst. Ja, und das waren meine Tipps, die ich dir als Fotografieanfänger mit auf den Weg geben kann. Versuche die jetzt nach und nach umzusetzen und setze dich einfach mit den verschiedenen Themen auseinander. Vielleicht speicherst du ja sogar das Video, so hast du immer wieder Zugriff drauf und kannst nochmal nachhören, wenn dir irgendwas vielleicht unklar ist oder du nochmal nachhören willst, jo, auf was kann ich denn jetzt beim nächsten Mal achten. Schreib deine Kritik oder aber auch dein Lob gerne in die Kommentare. Das hilft mir in meiner Entwicklung, denn auch ich versuche halt mit jedem Video besser zu werden. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ich wünsche bis dahin alles Gute, und als Fotograf wünscht man sich natürlich auch allzeit gutes Licht. Bis demnächst, ciao.